Der erste FC Kaiserslautern in dunkler Spielkleidung startete nur in den ersten Spielminuten in München erfolgverheißende und gefährliche Angriffe auf das Tor des TSV 1860. Meistens gingen diese Aktionen von Prinz dem Holländer aus, vielleicht einer der besten Feldspieler der Pfälzer. Aber dann igelten sich die Gäste ein und sie lebten ganz von ihrer Hintermannschaft, die durch den Halbstürmer Bauer verstärkt wurde. Außerdem von den großartigen Leistungen ihres Torhüters Strich, der freilich durch diesen etwas schwachen Schuss von Rebele nicht allzu sehr auf die Probe gestellt wurde. So war die erste Halbzeit eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Die Münchner beherrschten das Mittelfeld, sie beherrschten den Gegner, aber nicht dessen Strafraum. Und wenn dann wirklich ein guter Schuss abgefeuert wurde, dann war, wie gesagt, Torwart Strich auf dem Posten und er erwies sich alles andere als nur als Ersatzmann von Schnarr. Ebenfalls gut disponiert Peter Radenkovic bei den Münchner Löwen. In der zweiten Halbzeit werden Sie sehen, ganz ohne Mätzchen geht's bei ihm nicht. Immer wieder zeichnet sich Strich aus, wenn auch auf Kosten von Eckbällen. Und nun passiert's kurz vor Halbzeit. Stopper Pulter lässt Brunnenmeier über das Knie fallen. Schiedsrichter Leidag aus Dortmund gibt Elfmeter. Elfmeter, den Hennes Küppers schießen wird. Aber wohin? Weit am Kaiserslauterer Tor vorbei und so geht's mit 0:0 in die Pause und die Münchner 35.000 Zuschauer, die die Fähnchen schwenkten, die wussten noch nicht, dass gleich nach Seitenwechsel den Gastgebern abermals die Chance eines Elfmeters blühen würde. Hier Zeiser, der zwar über den Ball schlägt, aber dann dennoch einen Eckball herausholt. Und bei diesem Eckball passiert Verteidiger Mangold das Missgeschick, auf der Torlinie Hand zu machen. Abermals Elfmeter für die Münchner, diesmal nimmt Stemmer den Anlauf und gegen dessen Schuss, Sie sehen es in Zeitlupe gleich noch einmal, war kein Kraut gewachsen. 1:0 und damit befanden sich die Münchner Löwen auf dem besten Wege, ihren ersten Erfolg in der Fußball-Bundesliga zu erringen. Denn nach diesem 1:0 mussten die Lauterer aus ihrer Doppeldeckung herausgehen. Sie taten es nicht gleich, was den Mittelstürmer Prinz zu heftigen Protesten bei seinem Trainer Brocker veranlasste. Aber Brocker ließ sich erst später umstimmen und als dann Mittelläufer Pulter ebenfalls in den Angriff nach vorne ging, da sagte Brocker hinterher, das hat er nicht auf meine Anweisung hingetan. Hennes Küppers, der sich natürlich nach seinem verschossenen Elfmeter besonders anstrengte, gibt nun die Maßvorlage zu Rudi Brunnenmeier, seinem Mittelstürmer. Und der schießt zum 2:0 für den TSV 1860 in der 63. Minute ein. Damit war das Rennen gelaufen. Zufriedenheit bei den Münchnern, bei denen Küppers natürlich besondere Freude hatte, dass nun sein verschossener Elfmeter nicht Anlass etwa zu einem weiteren Unentschieden der Münchner war. Die Lauterer Deckung hatte weiterhin schwere Arbeit zu leisten. Zwei Eckbälle hintereinander, diesmal wieder Küppers als Schütze. Und jetzt auf der Gegenseite eine denkbar brenzliche Situation. Denn als Stoppermittelläufer Stemmer glaubt, den Ball schon zu haben, da enteilt ihm Gavletta. Aber Radenkovic hat pariert und jetzt kommt eine typische Radi-Szene. Er geht noch heraus, er blöfft ein wenig den angreifenden Prinz und spielt dann nach links herüber. Das kann der Radi eben nicht lassen. Wenn er das nicht tun darf, dann freut ihn das ganze Spiel nicht. 2:0 also für 1860, eine Führung, die nach dem Spielverlauf durchaus verdient war. Sie sehen jetzt etwas stärkere Angriffe der Lauterer, bei denen sich sogar Verteidiger Mangold mit eingeschaltet hat. Aber alles läuft zu sehr in die Breite. Hier Reitgassel, Gavletta und noch eine gefährliche Situation, aber Radenkovic kann auch sachlich halten. Und dann eine wunderschöne Vorlage von Brunnenmeier zu Hennes Küppers. 3:0 für den TSV 1860. Sie sehen es in Zeitlupe noch einmal. 3:0 für 1860 gegen Kaiserslautern. Und nun zurück nach Bremen.